Unsere Gesundheit, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben, weil wenn wir unsere Gesundheit verlieren, verlieren wir alles. Und Zahnmedizin ist nun mal ein ganz entscheidender Teil davon. Wenn ich von normal zu natürlich gehe, es war für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das fühlte sich so echt an. Also wirklich, wo ich gesagt habe, das ist der Grund, wirklich der wahre Grund, warum ich Zahnmedizin studiert habe. Ja, unseren Beruf sehen wir als besondere Möglichkeit, Menschen zu heilen. Und das ist genau das, was die Menschen bei uns suchen, verdienen und auch schätzen. Jeder Zahn hat einen zuständigen Meridian. Wenn da irgendwo im Zahn etwas nicht so läuft, energetisch, dass es funktioniert, dann kann sich das über die Meridiane einfach auch in einem anderen Bereich des Körpers darstellen. Und das ist etwas, was wir anders sehen und anders fokussieren. Wir haben es verstanden, dass das einen Zusammenhang hat, die Zähne zu Organen, zu Psyche, zu Energie generell im Körper. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass die meisten Gesundheitsstörungen auf frühere Zahnbehandlungen zurückzuführen sind. Vor allem, wenn man die Sache ganzheitlich betrachtet, denn unsere Zähne beeinflussen ja pausenlos alle Organe, Körpersysteme und Funktionen. Ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass ein Schlüssel für Gesundheit wirklich die biologische Zahnheilkunde ist. Da machen wir schon ein ziemlich gutes Konzept, dass wir die Menschen wirklich fragen, wo sie stehen, was sie schon alles hinter sich haben und einfach sie begleiten auf ihrem Weg in ihre Gesundheit mit unserem tollen Team. Und haben natürlich jetzt hier auch ein Ambiente geschaffen, was jetzt nicht mehr nach ganz normaler Zahnheilkunde oder Zahnmedizin aussieht, sondern derjenige soll sich einfach hier wohlfühlen und auch verstehen, was es heißt, sich auf einem biologischen Weg seiner Gesundheit zu begeben. Dabei versuchen wir immer so zu behandeln, wie wir es für uns selbst auch wünschen würden. Und zwar, dass sich jemand Zeit nimmt für mich, mich versteht. Und dass ich auch ein bisschen mehr einfach von mir als Patient erzählen darf und darauf auch eingegangen wird. Und so erreichen wir auch bei großer Angst vor der Behandlung eine smarte Lösung. In unserem Behandlungskonzept planen wir unsere Schritte so, dass wir in möglichst wenig Behandlungssitzungen den maximalen Benefit für den Patient erreichen können. Heilpraktiker sagen das ganz oft zu uns, wenn ich so zaubern könnte wie ihr, mit dem, was ihr macht, dafür brauche ich Jahre. Und wir machen das an ein, zwei Tagen. Und das ist schon eine schöne Sache, wenn man dann da sitzt und sagt, man kann mit so wenig, was ja für eigentlich nicht wenig ist, aber mit so wenig so viel erreichen. Und das macht das einfach so schön, wenn es dann den Leuten wieder viel besser geht. Wir wollen uns alle rundum wohl und gesund und leistungsfähig fühlen. Und darum ist es ganz wichtig, ganzheitlich zu denken und die Zähne nicht zu vergessen.